Trotzdem bist du ja auch schon mal in Berührung mit Verschwörungserzählungen gekommen, ja, in deinem Umfeld. Und ich glaube, das Foto hat auch was damit zu tun. Lass uns doch darauf mal zurückkommen. Da wurden wir ja eben unterbrochen. Ja. Erzähl nochmal. Also das war vor Corona, ganz knapp vorher. Und du konntest noch ohne Einschränkungen deinen Geburtstag feiern wahrscheinlich. Es war ganz lustig. Das hier war quasi der 15. März. Oh, okay. Und der 16. März war dann der Tag, an dem es hieß, es soll keiner mehr raus, es soll niemand mehr quasi auf die Straße und so weiter. Bleibt bitte alle zu Hause, ja. Und hier wird gerade mein Kuchen noch angeschnitten. Wir waren im Restaurant, da konnten noch alle essen gehen. Die Restaurants waren geöffnet. Ja, einen Tag später waren sie zu. Also es war wirklich verrückt. Man hatte das davor ja schon in den Nachrichten so ein bisschen mitbekommen, aber nie hat jemand darüber nachgedacht, dass bei uns in Deutschland deswegen ein Lockdown herrschen würde. Und ich bin tatsächlich an dem Tag darauf dann mit einer Freundin in ein Musikstudio gefahren, wo sie unbedingt hin musste. Ich glaube, 3 Stunden Weg waren das. Ihre Meinung war tatsächlich auch so, das ist völliger Quatsch, totaler Blödsinn. Und wie hat sich das dann entwickelt? Also ist diese Freundin auch zu einer Verschwörungsgläubigen geworden? Oder? Gott sei Dank nicht. Aber es gab tatsächlich eine andere Bekannte, die ich über eine Freundin kennengelernt hatte. Das war erst letztes Jahr im Urlaub. Wir waren alle in Ibiza und waren in einem schönen Haus und haben über mehrere Tage total viel Spaß miteinander gehabt. Und dann gab es eben ein Gespräch am Tisch, wo es um das Thema Impfung ging. Und da hat man gemerkt, dass die Meinungen sehr stark auseinandergingen. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch so, naja, sie hat ja nur eine andere Meinung. Sie trägt ja Maske, wenn sie irgendwo hingeht. Sie hat sich ja auch getestet für den Fall, dass sie fliegen muss und so weiter. Aber Impfen war irgendwie für sie so, nee, auf gar keinen Fall. Das ist ja viel schlimmer. Ich habe viel größere Angst vor der Impfung als vor dem Virus selbst. Und dann ging das immer so weiter, bis das Gespräch sich auf einmal ein bisschen entwickelt hat zu, ja, und mit Flugzeugen ist das ja auch so, da wird ja was gesprüht auf uns und so weiter. Und da habe ich dann auch gesagt, hier bin ich jetzt raus. Davor habe ich echt noch versucht, sage ich mal so, ein bisschen zu intervenieren unter den anderen und zu sagen, hey, na, das ist total in Ordnung. Manche Leute haben einfach ein bisschen mehr Angst vor dieser Situation als andere, können schlechter damit umgehen. Aber ab dem Punkt war für mich einfach klar, okay, auch da will ich einfach nichts mit zu tun haben, das geht mir ein bisschen zu weit. Aber interessant, das heißt, du hast auch fast intuitiv eine Grenze gezogen, ganz ähnlich wie Bastian das eben beschrieben hat. Ne? Genau, ich glaube, dass viele einfach an diesen Punkt dann irgendwann kommen, auch so ein bisschen überfordert zu sein mit dieser Situation, weil wie du ja sagtest, wir alle haben eigentlich mit diesem Thema Verschwörungserzählungen vor dieser Pandemie gar nicht so viel zu tun gehabt. Also vielleicht kannte man mal den einen oder anderen verrückten Onkel, der mal was rausgehauen hat, der mal eine etwas abstruse Theorie zum 11. September vielleicht von sich gelassen hat, aber das Thema war schnell vorbei und auf einmal war man so unmittelbar betroffen, weil man doch feststellte, in seinem Umfeld tauchen auf einmal Menschen auf, die sich Verschwörungserzählungen zuwenden, die also hinter dieser ganzen Pandemie irgendeine Elite vermuten, die im Dunkeln ihre Strippen zieht, um uns zu instrumentalisieren, um ihre Interessen durchzusetzen, um im Thema Impfen zu bleiben, beispielsweise Teile unfruchtbar zu machen oder uns gar zu töten oder zu chippen, wie ja auch lange Zeit irgendwie das große Thema war. Und was ich so gut fand, was du vorhin schon gesagt hast, wir haben festgestellt, davon kann jeder betroffen sein. Also das zeigen auch ganz klar Studien. Es gibt jetzt nicht Leute mit geringen Bildungsabschlüssen, die da viel, viel stärker betroffen sind als Menschen mit Hochschulabschlüssen beispielsweise oder alt und jung, sondern es kann wirklich jeden treffen. Und das ist auch ein bisschen in unserer Psyche angelegt. Also wir alle haben so einen gewissen Hang zu so einer Verschwörungsmentalität, wie es die Forschung betreibt. Also wir alle kennen das vielleicht auch manchmal im beruflichen Kontext. Man hat das Gefühl, da passiert gerade irgendwas. Die Kollegen sprechen gerade hinter dem Rücken irgendwie und man vermutet so, was läuft da eigentlich gerade für eine Verschwörung. Und es ist erstmal ein evolutionsbedingtes Mechanismus, den wir alle kennen, weil wir alle früher als Menschen immer auf der Hut sein mussten. Wir mussten uns immer vor Feinden abgrenzen und waren deswegen immer am Scannen, wo sind Gefahren. Und da liegt auch ein bisschen die Verschwörungsmentalität drin. Und je stärker ich aber in so Stresssituationen bin, desto ausgeprägter ist meistens auch die Verschwörungsmentalität. Ja. Und das muss gar nicht aktuell dann der Fall sein. Das kann manchmal auch schon mit kindlichen Erfahrungen zu tun haben, die ich gemacht habe. Also wenn ich in der Kindheit Erfahrungen gemacht habe, die oft meine Selbstwirksamkeit in Frage gestellt haben, dann habe ich oft einen stärkeren Hang dazu, so eine Verschwörungsmentalität auszubauen und dann mir Weltgeschehen durch Verschwörungen zu erklären. Ja, das ist total interessant, weil ich war ja selbst, also ich hatte selbst das Gefühl, dass ich kurz davor war, irgendwie in diese Richtung abzudriften tatsächlich. Als die Pandemie war, bin ich schwanger geworden und
dann ging das Impfen los, da habe ich meinen Sohn gerade zur Welt gebracht und gestillt. Und ich hatte unfassbar Angst davor. Ich habe gerade ein neues Leben zur Welt gebracht. Ich wusste nicht, was für Auswirkungen hat das auf mich, auf meinen Sohn und so weiter. Das war für mich auch beängstigend, so wie es für alle irgendwie eine beängstigende Situation ist. Deswegen kann ich gewisse Dinge halt irgendwie immer nachvollziehen und verstehen, aber dass man eben auch Grenzen setzt einfach, ne, und sagt, hey, bis dahin und nicht weiter. Zumal ja auch gerade diese Pandemie ein Beispiel war von, wir mussten alle als Gesellschaft auf einmal ganz viel Neues lernen. Ne? Da gab es noch nicht das eine Schulbuch, das man nochmal rausholen und alles nachschlagen konnte, sondern es war ganz viel neu, auch für die Wissenschaft, ja, für viele Experten und Expertinnen. Und genau in der Zeit hast du dann auch, du hast ein ziemlich großes Following auf Instagram, Werbung dort gemacht für die Corona-Warn-App. Ja. Was kamen denn da für Reaktionen aus der Community? Ja, das ist total interessant, weil die Leute wie wild auf ihr Handy getippt haben und meinten, das ist ja total schlimm, dass du Werbung dafür machst. Weißt du, was für einen Datenraub die betreiben? Die wollen dir deine kompletten Daten wegnehmen, die wollen das alles bei sich abspeichern und sichern. Und ich habe mich nur gefragt, naja, aber warum benutzen die Leute denn? Also warum benutzt ausgerechnet du dann gerade Instagram und Facebook? Das ist ja eigentlich die größte Datenlücke überhaupt, ne? Also man gibt da ja alles von sich preis und da weiß dann eben nicht nur die Regierung etwas über einen, sondern einfach ganz, ganz viele andere Leute auch. Und das habe ich dann auch als Gegenargument gebracht und tatsächlich konnte ich mit vielen Leuten auch in ein ganz konstruktives Gespräch gehen und die dann auch gesagt haben so, ey, stimmt, du hast recht, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Eigentlich ist es ja nichts anderes als das, was wir hier gerade machen. Wenn das gegebenenfalls jemandem helfen kann oder unserer gesamten Gesellschaft helfen kann, dann warum nicht? Aber das es gibt natürlich auch Leute, die dann auch beleidigend werden. Und da sage ich auch, okay, das ist dann auch ein konstruktives Gespräch irgendwie. Macht keinen Sinn. Aber das heißt, du hast schon die Erfahrung gemacht, dass das in den Dialog gehen, was ja auch gerade, wenn man dann so viele, wahrscheinlich hunderte Nachrichten bekommt, ganz schön viel Zeit und Mühe kostet und immer wieder die gleichen Argumentationsstrukturen. Aber du wirst trotzdem sagen, das hatte einen Wert und das hat auch was bewirkt. Total. Und wenn es nur eine Person ist, die man damit irgendwie, die man damit zum Umdenken bewegen kann, dann ist es schon wertvoll gewesen. Egal, wie viel Zeit man dafür reingesteckt hat im Endeffekt. Ich meine, du wirst es bestätigen können, oder? Das ist dein Job. Und genau, es ist ein sehr aufwendiger Prozess, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen. Aber du hast vieles richtig gemacht einfach in der Situation. Zum einen hast du dich positioniert, das ist total wichtig, auch für andere Menschen, um anderen Menschen zu zeigen, die ja auch Verunsicherung hatten. Das ist nicht die einzige Meinung, die existiert. Und gleichzeitig hast du aber den Menschen auch eine gewisse Anerkennung entgegengebracht, indem du mit denen in Dialog gegangen bist, indem du ihren Selbstwert auch gestärkt hast und gesagt hast, weißt du, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber als Person interessiert mich trotzdem, wie kommst du dahin und lass uns miteinander reden, auf Augenhöhe. Was mich mal interessieren würde, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber als ich noch nicht geimpft war, wurde ich ganz oft, kam immer diese Frage, du bist noch nicht geimpft? Das ist total komisch. Wie war das bei euch? Wenn ihr das gesagt habt, hattet ihr das Gefühl, jemand guckt plötzlich komisch oder reagiert komisch darauf? Also bei mir erstmal gar nicht. Was ich aber total wichtig an diesem Impfthema finde, ist, dass man da auch mal genauer hinschaut, warum lassen sich die Menschen nicht impfen? Weil nicht jeder, der sich nicht impfen lässt, ist gleich ein Verschwörungsgläubiger. Zur Verschwörungserzählung wird eine Ablehnung gegen Impfungen erst, wenn ich annehme, dass es irgendeine Elite im Hintergrund gibt, die das Ganze instrumentalisiert und mir schaden will. Ansonsten kann ich persönliche Gründe haben, die Impfung abzulehnen. Und das kann erstmal jeder für sich entscheiden. So, das muss ich nicht immer gutheißen, aber das ist, finde ich, legitim. Auch in einer Demokratie muss man das aushalten. Ja. Ich habe den Eindruck gehabt, in meinen Unterhaltung darüber, dass auch oft, wenn es zwischenmenschlich war, ist es bei mir selten so eskaliert, wie es dann aber schnell im Internet passiert. Ne? Und dass da, obwohl du diese positiven Fälle beschreibst von, selbst wenn man da in so einen schriftlichen Dialog geht, dann kann das fruchten, scheinen wir das in den letzten 2 Jahren nicht in einem größeren, in einer Breite begriffen zu haben, sondern auch jetzt hast du, glaube ich, ja wieder Anfeindungen bekommen, weil du bei uns zu Gast bist. Ja, das ist total verrückt. Ich habe echt geglaubt, diese Zeit wäre langsam vorbei und wir hätten es überwunden. Deswegen fand ich es eigentlich so interessant, dass ich hierher eingeladen worden bin, weil ich dachte, eigentlich ist das Thema ja gar nicht mehr so präsent. Aber als ich dann angeteasert habe, dass ich hierher zum Dreh komme, gab es tatsächlich Leute, die verschiedenste Dinge geschrieben haben. Unter anderem hatte ich eine dabei, die mir erst sagen wollte, es wäre ja nicht in Ordnung, dass man andere Meinungen nicht akzeptiert und dass man Leute deswegen ausgrenzt und es wäre völlig falsch. Und in dem nächsten Satz kam dann plötzlich direkt, ja, aber ich beleidige euch ja auch nicht als Schafe, weil ihr euch dreimal das Gift spritzen lasst.
Und da habe ich schon direkt gemerkt, okay, irgendwas kann hier nicht. Bisschen, da tönt so ein bisschen so eine Aggression durch, wie das, was Bastian eben bei seiner Frau auch beschrieben hat, ne? Die dann, glaube ich, ganz schnell so sehr hart wurde, beleidigend wurde. Und wie bist du dann damit umgegangen? Hast du darauf noch geantwortet oder war da auch wieder deine Grenze überschritten? Und du hast gesagt, nee. Also ich finde gar nicht, dass es gut ist, irgendwelche Streitgespräche und Diskussionen anzufangen und seine eigene Meinung jemandem aufzudrücken, sondern Fragen zu stellen. Warum? Warum glaubst du, es ist Gift? Wenn dann keine Antwort mehr kommt, dann weiß ich, dass die Person eigentlich gar nicht bereit dazu ist, in ein Gespräch zu gehen. Und ich finde, und das finde ich auch für alle Zuschauer hier super wichtig, einfach in normale Gespräche reinzugehen, das hilft allen. Das hilft euch selbst, es hilft dem Gegenüber. Und nicht immer nur zu versuchen, es irgendjemandem reinzudrücken. Auch das ist genau die Herangehensweise, zu der ich immer raten würde. Versucht nicht unbedingt in Faktendiskussionen zu gehen, geht mehr über Fragen, versucht ins Gespräch zu kommen, neugierig zu sein, warum der andere sich genau dafür interessiert und was ihn da auch hingeführt hat. Ja. Was ich mir nur manchmal denke ist, es gibt ja trotzdem irgendwo auch der Punkt, was ja auch der Anrufer eben gesagt hatte, dass es manchmal zu einer Aggressivität kommt. Und ich glaube, ab da muss man auch echt sagen, ey, da halte ich mich echt von fern. Also Gespräche sind wichtig, klar, habe ich auch eben gesagt, aber bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Also irgendwann. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich auch noch ein kleines Spiel mit dir vor. Du wirst jetzt gleich einfach für eine gewisse Zeit nur noch Ja sagen. Einfach nur noch Ja und ich sage Nein und wir gucken mal, wo das so hinführt. Nachher tauschen wir auch diese Rollen nochmal. Der Timer geht jetzt los. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nee. Ja. Ja. Nein. Ja. 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 Nein. 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 Das war der Timer. Nein. Wir müssen kurz die Stimme wieder runter. Okay, du bist schon... Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Oh ja. Nein, nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Nein. Ja. Nein, nein. Ja. Nein. Nein. Ja. 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 Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. 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 Nein. Ja. Nein. 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 Okay. Das war auf alle Fälle von außen sehr spannend zu beobachten, wie es bei euch war. Wie hast du dich gefühlt? Was war leichter? Ich habe mich ein bisschen wie mit meinem Sohn gefühlt, dass ich jetzt Nein sagen muss, weil er an die Steckdose greift oder irgendwas. Okay, aber fühlt sich das, was war leichter für dich, ja oder Nein sagen? Ich glaube, Nein sagen war leichter, weil ich das wahrscheinlich wirklich so oft sage am Tag. Das hört sich total blöd an, aber das ist ja für mich auch so ein automatischer Reflex. Der ist irgendwo und ich muss immer Nein sagen, wenn er irgendwo hingeht. Ich habe zwischendurch auch manchmal das Gefühl gehabt, ich muss Stopp sagen. Mhm. Nein, Stopp. Und dann wird man lauter, wenn man versucht, die andere so zu... Ja. Also tatsächlich fiel mir Nein irgendwie leichter, was ja eigentlich schade ist, oder? Ich will gerne Ja sagen. Aber vielleicht auch, also ich habe auch gehabt, Nein fiel mir ein bisschen leichter, weil es ja... irgendwie auch wieder eine Grenze ist, ne? Und du einfach hoffst, okay, können wir es damit bitte einfach klären, während ja immer was aufmacht. Aber ja, warum haben wir das jetzt gemacht, Tobi? Genau, das ist ein ganz, ganz spannendes Spiel, weil es so tendenziell zeigt, was euch leichter fällt, Ja oder Nein zu sagen, auch im täglichen Leben. Und das sagt auch ein bisschen was darüber aus, wie könnt ihr Grenzen setzen, wenn euch was belastet. Also Menschen, denen in diesem Spiel es eher schwer fällt, Nein zu sagen und die eher dazu neigen, sehr gerne Ja sagen zu wollen, denen fällt es oft auch im täglichen Leben, im Umgang miteinander schwer, Grenzen zu setzen. Das sind oft Menschen, die sehr, sehr harmoniebedürftig sind und die sich dann zurückhalten. Und dieses Thema Grenzen setzen ist im Kontext von Verschwörungserzählungen aber ein ganz großes Thema. Das hast du ja auch schon sehr schön zeigen können an deinen persönlichen Erfahrungen, weil es auch immer wieder darum geht, Grenzen zu setzen. Natürlich haben Verschwörungserzählungen Inhalte, die uns selbst verletzen.
Also wo wir auch auf uns selber achten müssen, wo wir auch sagen müssen, da müssen wir uns schützen. Und Verschwörungserzählungen haben immer wieder auch Inhalte, die rassistisch sind, die antisemitisch sind, wo wir auch als Gesellschaft Nein sagen müssen und wo wir nicht schweigen dürfen. Und das Spiel hilft auch ein bisschen dabei, sage ich mal, das mal auszuprobieren, mal zu gucken, wie fühle ich mich selber wohler. Und wie du schon sagtest, das hat einen gewissen Lerneffekt. Du hast das ja schön beschrieben, weil du das gerade hast irgendwie mit deinem kleinen Sohn, dieses Nein sagen. Also man kann es auch lernen, Grenzen zu setzen. Und das ist gerade im Umgang mit Verschwörungsgläubigen ganz zentral. Also falls ihr das hier gerade nicht alleine guckt oder irgendwo eine Person in eurer Nähe habt, dann spielt doch mal dieses Ja-Nein-Spiel. Das ist auf jeden Fall, finde ich, eine interessante Erfahrung.